Kampf ist auf dem Weg, es gibt also gleich Mittagessen. Und dann starten wir mit dem Moosberg Cup und erst mit den Rookies. Oh Gott. Ja. Mit vollem Magen. Alle, die heute Morgen in der Rookie-Gruppe gewesen sind, dürfen sich wieder ihren Fluglehrer an die Seite nehmen. Wenn ihr jetzt in der Jury jemand hattet, dann holt ihr euch jemand anderes. Ist so. Das Ziel wird nachher sein, dasselbe, was wir gestern gemacht haben. Wir fangen damit an, und zwar sowohl bei dem Gesamtwettbewerb als auch beim Rookie-Wettbewerb. Wir starten raus. Dann habt ihr eine Minute lang Zeit, den Motor anzumachen. Und danach ist der aus. Und dann genau das Gleiche. Wir werden oben noch ein bisschen abstecken. Ihr müsst das Plateau erreichen ohne Motor. Und wer da als letztes einlandet, hat gewonnen. Ja, wir machen es aber in Gruppen nicht alle gleichzeitig raus, weil das könnte Krieg geben. Die Hangkante hier vorne ist halt, geht halt am besten. So, wir müssen noch eine Zehnergruppe machen, oder? Wir fliegen alles mit. Alle. Sind wir denn? Alle. Nicht fragen, das ist Pflicht. Nein, das ist nichts anderes wie vorher auch. Und wir machen das trotzdem im Spaßmodus. Aber es ist ein kleiner sportlicher Anreiz. Ihr habt es alle drauf. Fliegt halt schön leicht. Und dass euch alle da hinten reinversetzt, dass ihr alle was zu sehen habt. Und hier muss nur ein bisschen landen. Da durch. Alles, was dahinter ist. Und die gedachte Linie. Ich habe jetzt kein Band mehr da. Von dem Windsack über den kleinen da bis da hoch. Alles was rechts ist in, was links ist, ist aus. Alles was kann ja sehen. Hey, was macht der? Was bedeutet? Das einladen wir wohl. Ihr müsst also hier oben auf dem Plateau sein. Ja, nicht mit dem Wind, also hier nicht hoch rein. Ach, so denkt dran, nicht mit dem rein lassen. Wenn ihr euch zurückversetzt, lasst geht das. Also ihr könnt schon so rein hier, den da. Aber nicht da einfach sagen, so, pum, hier. Schon gegen den Wind, also mit verstanden.